Filecoin als dezentrales Datenspeichernetzwerk wurde erstmals 2014 beschrieben. Das ICO war mit knapp 260 Millionen US-Dollar das größte im Jahr 2017. Heute fällt Filecoin unter die Top 40 anhand der Marktkapitalisierung. Juan Bennett, Gründer und CEO von Protocol Labs, dem Unternehmen hinter Filecoin, wurde 2018 sogar von der Forbes gelistet. Unter den 40s under 40s. Im gleichen Jahr fand man dort neben Bennett Menschen wie Mark Zuckerberg oder Vitalik Buterin. Eines seiner ersten Projekte wie das Loki-Studio, einem mobilen Gaming-Studio, wurde 2 Jahre nach Gründung von Yahoo erworben. Außerdem ist er Co-Autor des SAF-Projekts, einem Projekt, das einheitliche Rahmenbedingungen für die Token-Einführung schaffen soll. Bennett ist durch und durch besessen von Wissen, Wissenschaft und Technologie, wie er selbst auf Twitter gesteht. Selbst seine Homepage läuft über sein dezentrales Webprotokoll IPFS. Doch wie in guten Zeiten, so auch in schlechten Zeiten. Der Kryptowinter nagt. Bennett entließ im Februar 21% seiner Mitarbeiter. Der Makrowinter verschlimmerte den Kryptowinter, machte ihn extremer und möglicherweise länger als von unserer Branche erwartet, schrieb er. Wird Filecoin die aktuellen Turbulenzen überstehen? Hat der Token Grund genug, um auch in Zukunft unter den Top 40 zu bleiben? Was meinst du? Alles, was wir Menschen in unsere Geschichte fabrizieren, lässt sich in Worte, Bilder und Videos fassen. Der Blog auf misscrypto.de, der Podcast auf Spotify, digitalisierte Schriften eines Mönchs aus dem Mittelalter, die Videos auf YouTube und so weiter. All diese Daten müssen gespeichert werden. Das Speichern sowie der Zugriff auf unsere Daten liegt jedoch längst nicht mehr in unserer Hand. Die Kontrolle über unsere Daten haben zentralisierte Anbieter. Auch wenn es einwandfreie große Cloud-Speicher oder Content-Delivery-Anbieter gibt, so verlangen diese manchmal sehr, sehr viel Geld dafür. Und je weiter weg diese Daten von seinem Verwendungs- oder Zugriffsort wegliegen, desto höhere Kosten können anfallen und desto aufwendiger wird es, diese Daten wieder abzurufen. Denn die Daten liegen bei dieser Speicherstruktur über nur wenige Knotenpunkte gespeichert. Was, wenn ein Server mit seinen gespeicherten Daten ausfällt? Datenverlust und Sicherheit ist ein Riesenproblem. Stell dir vor, alle Daten eines Genlabors sind auf einen Schlag weg. Pro Tag gehen 6,5 Millionen Daten verloren oder werden gestohlen. Ein Hacker kann jederzeit intime Daten eines großen Unternehmens leaken. Und was dann? Facebook wurde 2018 gehackt. Die Angreifer hatten sich die Daten direkt von den Facebook-Servern geholt. Über 2,2 Milliarden Menschen waren betroffen. Mich erschreckt das zu sehen, wenn wir uns die größten Datenverluste der letzten 20 Jahre anschauen. Dann das Thema Internetzensur. Was machen Bürger, wenn eine Regierung ganze Webseiten zensiert? Wikipedia wurde 2017 zum Beispiel für die türkischen Nutzer gesperrt. Internetzensur ist weit verbreitet. Eine Studie von 2021 zeigte, nur jedes vierte Land bietet ein freies Internet. Und dann noch die eingeschränkte Bandbreite. Wenn zu viele Nutzer gleichzeitig streamen, wird das Bild verpixelter und das Video muss buffern. Eine zentrale Struktur bietet Single Points of Failure. Filecoin möchte diese zentralisierte Datenspeicherlandschaft dezentralisieren. Dabei bietet Filecoin nicht nur den dezentralen Rahmen, sondern erschafft einen neuen File-Sharing-Marktplatz mit einem neuen finanziellen Anreiz für seine Nutzer. Das Speichern und das Teilen von Informationen wird wieder in die Verantwortung seiner Eigentümer gegeben, was wir unter Web3 verstehen. Das Wirtschaftsmodell wird über einen Token monetarisiert. Übrigens, falls du das Prinzip von Web3 verstehen willst, schau dir auf jeden Fall meine weiteren Projektbeispiele wie EnergyWeb an. Den Link habe ich dir unten angepinnt. Zurück zu Filecoin. Denken wir uns eine fiktive, vereinfachte Geschichte aus, um zu verstehen, wie Filecoin funktioniert. Sagen wir mal, Paris Hilton möchte die alten Bilder von ihrem Hund Diamond Baby speichern. Weil Paris Angst hat, dass ihr irgendein zentraler Cloud-Anbieter höchst intime Hundebilder leaken oder sogar zensieren könnte, entscheidet sie sich für Filecoin. Dazu sucht sich Paris aus einer Reihe von aktuell knapp 4000 sogenannten Storage-Minern das Preis-Leistungs-Angebot heraus, das zu ihrer Datengröße und ihren Ansprüchen am besten passt. Dann bucht sie den Speicher und bezahlt den Miner in File, damit er die Dateien hostet.
Der Filecoin ist dementsprechend ein fester Bestandteil des Datenmarkts. Alle Verträge und die Transaktionen werden transparent auf der öffentlichen Blockchain von Filecoin aufgezeichnet. Die Gebühren werden schrittweise ausgezahlt, damit der Miner auf keine bösen Gedanken kommt. Der Deal steht. Jetzt muss der Miner arbeiten. Schließlich wird er dafür bezahlt. Zuerst packt er die zerlegten Datenteile der Hundebilder auf Filecoin und versiegelt sie sicher vor den Augen aller Teilnehmer. Das nennt sich Sealing. Dieser Versiegelungsvorgang markiert den Beginn des Deals und weil der extremst aufwendig ist, kann der bis zu 24 Stunden dauern. Es ist aber für den Kunden wie Paris der notwendige Beweis dafür, dass der Miner eine einzigartige Kopie des Datenstücks kodiert hat und für diese Kopie auch wirklich physischen Speicherplatz verwendet. Dieser erste Konsensusmechanismus bei Filecoin, dieser Beweis, nennt sich Proof of Replication. Replication heißt nichts anderes als Kopie. In der vereinbarten Zeit, in der die Hundebilder abgespeichert werden sollen, prüft Filecoin stichprobenartig, ob der Miner auch noch das macht, was er soll. Der Miner erreicht dafür über die Dauer der Speicherungszeit stetig Beweise über diese neuen Blöcke ein. Er beweist, dass Diamond Baby in 1, in 3 und auch noch in 5 Jahren gespeichert ist. Daher heißt der zweite Konsensus bei Filecoin Proof of Space Time. Würde der Miner die Datei nicht wie vereinbart abspeichern, wird er bestraft, indem ihm sein eigens hinterlegter Pfand sowie das Geld von Paris abgezogen wird. Paris fliegt von den USA nach Europa, um ein neues Parfüm zu präsentieren. Diamond Baby konnte sie dieses Mal nicht mitnehmen. Krank vor Sehnsucht, nach ihrem Hund fällt ihr ein, dass sie doch auf Filecoin Bilder abgespeichert hat, die sie jederzeit abrufen kann. Paris fragt im Netzwerk an. Ein Miner in ihrer Nähe findet die Datei am schnellsten und macht sie für Paris am schnellsten abrufbar. Er bekommt den Deal und damit Geld in Form von File. Angenommen, das Bild von Diamond Baby dürfte von allen Paris-Fans auf der ganzen Welt abgerufen werden. So würde diese Bilddatei ja immer beliebter werden. Das würde wiederum weitere Miner verteilt auf der ganzen Welt anlocken und sie würden Diamond Baby ebenso zum Abrufen anbieten wollen. Die Hundebilder werden genau dahin verteilt, wo die Fans vermehrt nachfragen. Diese Art des Datenflusses ist extremst smart, denn die Daten liegen anders als bei dem zentralen Anbieter nicht an einem fixen Ort gebunden vor. Das Filecoin-Netzwerk ist wie ein sich selbst erweiterndes algorithmisches Content-Delivery-Netzwerk. Paris ist wieder happy und kann ihre Reise fortsetzen. Die gute Nachricht, Daten speichern wir anscheinend auch in schlechten Zeiten. Hier siehst du, wie die Speicherkapazität angestiegen ist um 29% innerhalb eines Jahres auf über 18 Exabyte. 18 Exabyte reichen aus, um Videocalls, Zoom, Teams und so weiter über 12.000 Jahre ununterbrochen abzuspeichern. Um 18 Exabyte zu leisten, bräuchte es ungefähr 1.020.000 Terabyte Festplatten. Filecoin hält 1% der gesamten globalen Speicherkapazität. Die gespeicherten Daten im Filecoin-Netzwerk sind in einem Jahr um das 16-fache angestiegen. Mehr als 500 Organisationen basteln gerade aktiv an Projekten. Sie nutzen dafür Filecoin, IPFS oder beides. Über 115 Projekte und Anwendungen können wir uns im interaktiven Ökosystem-Showcase anschauen. Filecoin arbeitet zum Beispiel eng mit dem Unternehmen Consensus zusammen, um den Marktplatz von Filecoin enger an das Ethereum-Netzwerk und seinen wachsenden DeFi-Sektor anzubinden. Entwickler und Unternehmen von DApps fremder Ökosysteme wie Ethereum und Co. sollen zukünftig auf den Filecoin-Speicherplatz zugreifen können. Ein Blick ins Ökosystem verrät zahlreiche Anbindungen zu weiteren dezentralen Plattformen, zum Beispiel zu TheGraph oder Flow. Durch die Kombi von Hedera Hashgraph und dessen Token Service mit Filecoin wird das NFT-Erlebnis von Hedera verbessert, indem Filecoin als Speicherschicht für die NFTs dient. Ebenso soll Chainlink, das führende dezentrale Oracle-Netzwerk, in Filecoin integriert werden, wodurch sich viele neue Möglichkeiten für Smart Contract-Funktionen eröffnen. Mehr zu Chainlink findest du in meinem Video auf dem Kanal. Auch der größte Secondhand-NFT-Marktplatz OpenSea setzt auf Filecoin. NFT-Hersteller können ihre Metadaten auf Filecoin ablegen.
Der Brave-Browser unterstützt seit 2022 ebenso Filecoin. Über 56 Millionen Nutzer können File im Browser-Wallet verwenden. Zusätzlich tummeln sich außerhalb des Blockchain-Sektors einige Projekte. Dazu schauen wir uns jetzt 5 Beispiele an. Beispiel 1, Wikipedia. Das freie Online-Lexikon hat über 20 Milliarden Seitenaufrufe pro Monat. Eine Kopie der Wikipedia-Datenbank wird im Filecoin-Netzwerk gespeichert, damit diese wertvolle Arbeit von Tausenden von Menschen erhalten bleibt. Beispiel 2, OpenStreetMap. Das ist eine starke Gemeinschaft, unter anderem Ingenieure sind dabei, humanitäre Helfer, Kartografen, die Daten über Straßen, Katastrophengebiete bis hin zu Cafés auf der ganzen Welt zusammentragen. Eine Kopie des OpenStreetMap-Datensatzes liegt auf Filecoin. Beispiel 3, Gnome AD. Das ist eine Gruppe aus Forschern, die Infos über unser Erbgut zusammentragen, um sie der Wissenschaft zugänglich zu machen. Eine Kopie des Datensatzes mit über 70.000 Genomen, die im Rahmen von Studien erfasst wurden, liegt auf Filecoin. Beispiel 4. Die staatliche Universität aus Berkeley, Kalifornien, ist eine Partnerschaft mit einem dezentralen Cloud-Speicherprodukt Seal Storage eingegangen. Seal Storage wiederum ist auf Filecoin aufgebaut. Ziel ist es, Forschungsdaten aus der Neutrinophysik zu speichern. Und das letzte Beispiel 5, New York City. Die Filecoin Foundation und Protocol Labs arbeiten seit 2021 mit dem CTO von New York City zusammen. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen stadtbezogene Daten gespeichert werden. Zum Beispiel Bekanntmachungen über öffentliche Versammlungen, wo Auktionen gerade sind, Verkäufe sowie Daten zur Luftqualität oder demografische Statistiken nach der Postleitzahl geordnet. Übrigens, Filecoin unterstützt auch die Miner. Verschiedene Accelerator-Programme helfen, die Miner schnell beim Aufbau ihrer Arbeit zu unterstützen. Kooperierende Hardware-Anbieter wie Seagate oder AMD bieten Providern zugeschnittene Blockchain-Rechnerlösungen an. Alles, um die Teilnahme am Netzwerk zu erleichtern. Weil gerade zu Beginn der Kapitalbedarf für einen Provider sehr hoch ist und er Filecoin ja als Pfand hinterlegen muss, hat Filecoin dafür Lending-Dienste wie zum Beispiel von Anchorage integriert. Ein Provider kann sich im Netzwerk Filecoin über Anchorage ausleihen. Geldgeber, die leihen, sind dabei institutionelle Filecoin-Inhaber, die durch das Lending höhere Renditen erzielen. Filecoin bietet ein neuartiges, dezentrales Speichernetzwerk. Auch wenn im Grunde alles an Daten gespeichert werden kann, so glaube ich, dass zumindest am Anfang der Datenmarkt auf bestimmte Bereiche konzentriert sein wird. Das sind zum einen die Daten innerhalb der Blockchain-Branche durch andere Netzwerke, die nach kostengünstigen Alternativen suchen, und zum anderen vor allem schützenswerte öffentliche Daten von Städten oder aus Open-Access-Plattformen, bestes Beispiel ist Wikipedia, oder Daten für die Wissenschaft. Ob zentrale Cloud-Giganten wie Amazon oder Google bereit sind, Anteile des Online-Speichermarkts abzudrücken, ohne mitreden zu dürfen, das wird, glaube ich, nicht leicht werden. Um sich zum Beispiel Anteile von Privatnutzern zu holen, müsste Filecoin weiter expandieren. Und das geht nur, wenn der Zugang für den Normalnutzer so einfach ist, wie der Zugang, sich Dropbox einzurichten. Denn dann würde sich ja eine Umstellung plötzlich lohnen. Wir möchten es simpel. Und um komplizierte Technik simpel zu machen, braucht es Zeit. Bisher sieht der Wachstumstrend positiv aus. Dieser Trend wird dadurch gefördert, dass Filecoin gut an andere Ökosysteme wie Ethereum oder IPFS angebunden ist. Wer sich als Anleger für Filecoin interessiert, für den lohnt sich ein tieferer Blick auf die Tokenomics. Die Preisschwankungen von Filecoin unterliegen neben der Netzwerknutzung noch vielen, vielen weiteren inflationären und deflationären Einflüssen, wie du hier siehst. Kritisiert werden könnte, dass Filecoin damals im Rahmen der Token-Einführung nicht in Form eines Public Sales zugänglich war. Der Grund dafür war, dass Filecoin eines der ersten Tokens war, die im Rahmen eines sogenannten SAFs herausgebracht wurden, wo nur anerkannte Großinvestoren mitmachen dürfen. Diese Vorgehensweise sollte den Token möglichst ordnungsgemäß und angepasst an US-amerikanische Richtlinien einführen. Ob das jetzt in Zukunft regulatorisch Vorteile haben wird oder Nachteile bei initial nicht gerecht verteilt, darüber können wir uns gerne austauschen. Was hältst du auf den ersten Blick von Filecoin? Schreib mir doch gerne einen Kommentar. Ach ja, und wenn dich das Thema Daten interessiert, schau dir unbedingt nochmal meine Videos zu Chainlink oder Constellation an. Ich bleibe wie immer fasziniert. Freue mich auf dich. Bis ganz bald.